Würzburg Radio. Die Sternenbotschaft von Timo Wagenbach. 14.12. bis 20.12.2020. Widder. Haben Sie schon einmal Lotto gespielt? Die Sterne stehen dieser Woche gut für kleine Gewinne. Stier, in diesen Tagen können neue Freundschaften entstehen, also halten Sie bitte die Augen offen. Zwillinge, die Freizeit kam bei Ihnen viel zu kurz in letzter Zeit. Schnappen Sie sich daher Ihre Freunde und genießen Sie mal. Krebs, passen Sie in dieser Woche etwas auf Ihre Vitalität auf und nehmen genügend Vitamine zu sich. Löwe. Eine lang verheimlichte Beziehung können Sie am Freitag endlich öffentlich machen. Sie müssen sich nur trauen. Jungfrau. Sie verfügen momentan so sehr über eine erotische Ausstrahlung, dass sich sogar Ihre Partnerin oder Ihr Partner anhimmelt, ja wie, am ersten Tag. Waage. In dieser Woche sollen Sie bei dem einen oder anderen Glücksspiel mitmachen, denn auch bei Ihnen stehen kleine Gewinne ja, auf dem Sternenplan. Skorpion, die Liebe steht momentan bei Ihnen an erster Stelle. Als Skorpion-Single fliegen Ihnen quasi nur so die Herzen zu. Schütze, stecken Sie Ihre Energie in dieser Woche in Ihre Partnerschaft. Sie werden beide auf der Wolke 7 schweben. Steinbock, Sie sind dieser Woche das Sternzeichen, welches über die meiste Energie verfügt. Setzen Sie diese bitte sinnvoll um. Wassermann, gibt es gerade Umstrukturierung bei Ihrem Arbeitsplatz? Achten Sie jetzt bei eventuellen Änderungsverträgen genau auf das Kleingeschriebene. Fische, in diesen Tagen sind Sie bei Tratsch und Klatsch ganz vorne mit dabei. Aber immer aufpassen, dass man selber nicht einer wird. Das war die Sternenbotschaft für diese Woche. Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage unter www.astrologie-wagenbach.de.